Moin Leute, Rules hier. Ja, willkommen bei der ersten Episode von Road to a Clip. Und zwar heute MW2, erste Episode, ihr wisst Bescheid. Ja, das hattet ihr euch ja gewünscht, nachdem ich das eine Video gemacht hatte, wo ich das angekündigt hatte, dass ich Lust auf sowas hätte. Ja, das ist meine, also die zweite Live-Serie, die ich habe. Neben Hartgruppen live gemacht. Hartgruppen live gemacht ist nur in Frei für alle, wo ich snipen gehe. Und ja, Road to a Clip geht halt darum, dass ich auf Clip spiele. Ja, ganz normal, egal welches Squad. Wahrscheinlich auch mit der Zeit auch mal mit mehreren Leuten mal. Macht Sinn, bietet sich an, das im Team auch mal zu machen. Heute bin ich leider alleine, weil ich keinen anderen gefunden habe, habe aber mein Lieblingsspiel eingeworfen, wo ich im Moment ziemlich Spaß wieder dran habe. Und ich denke mal, wir spielen mal Domination, weil Ground War alleine sagt wirklich, da braucht man schon ein Team irgendwie, weil die Team ist, die mal mit zugewiesen werden, sind so zum Kotzen. Und ja, kommt direkt hier auf High Rise, das ist natürlich nice. Ja, schauen wir mal, was hier so geht. High Rise ist sogar auf Normal Domination gar nicht so langweilig zu spielen. Ja, ich hätte natürlich noch Hauptquartier spielen sollen, aber da ist auch alleine wieder so eine Sache, wenn man da gegen so ein ganzes Feeder-Team kommt, so dann geht da auch irgendwie nichts. Ja, und sowieso, das ist ein bisschen zu lang irgendwie, um das Ganze alleine durchzuziehen. Wenn ich mal wie fünf andere Leute noch zusammen trommel, wieder einen Top 6 bilden können, wäre das mal überlegenswert, ob man dann auch mal Hauptquartier machen kann und dann halt ein bisschen eine längere Episode rausballern wird. Ja, über die Länge der Episode bin ich mir sowieso unklar. So, da laufen zu viele hin. Ich gehe mal nicht auf den Triple. Ja, sollte ich auf jeden Fall ganz am Anfang mal versuchen, B zu sichern. Natürlich kümmert sich kein Schwein mehr wieder hier um C. Ich sollte auf jeden Fall versuchen, C zu sichern. B zu sichern. Das ist auf jeden Fall die wichtigste Position hier auf dieser Map. Dann kann man sie da hinten in ihrem Spawn penetrieren. Oh, fuck, das war fast ein Triple. Aber leider, ja. So, Jungs, helft mir mal hier bei B sichern jetzt. Komm, B sichern, Jungs, B sichern. Jawoll! Mann, ey, komm, sicher mit mir B. Kann nicht so schwer sein. Kommt bitte einer her. Ziel des Spiels, B sichern, also. Komm her. Jawoll! Danke, Brat! Okay, jetzt geht's mal wieder los hier, ne? Ich bleib mal mit meinem Taki, dann schick die mal ein bisschen weiter hinten. Weil ich glaube, die pushen langsam, aber sicher ganz schön vor und campen da oben ganz schön rum. Warum habe ich die klassisch wieder angucken, ne? Ja. Ich glaube, ich renne einfach mal rein. Lol. Oh Gott, habt ihr gesehen? Ich habe einen Claymore gehört, Alter. Der campt sich da oben jetzt auf die Claymore ein. Und es laggt. Der Host ist schon wieder richtige Grütze, Alter. So. Gegönnt, du kleiner Nuttenbengel, Alter, mit deinem RPG. Scheiße, jetzt haben die nicht, wisst ihr, wo ich bin. Ich hoffe mal, der kommt hier lang. Oh, er hat's nicht gecheckt. Und ich treffe nicht. Und ich treffe nicht. Und bin tot. Weil RPD wieder auf. Wie ich diese Waffe hasse, ey. Ich weiß nicht, ey. Der hat mich wahrscheinlich mit jeder anderen Waffe auf platt gemacht. Aber es fühlt sich so zum Kotzen einfach mit diesem Ding. Sag mal. Wieso gehen meine Schüsse nicht rein? So. Oh Gott. Ey. Mit Mexiko. So. Jetzt mal zusammenreißen, Timo. Und mal ein bisschen hier im Triple erstmal schön reinziehen. Scheiß Flagge war im Weg. Oh fuck it. War ja nicht hier meiner. Für meine Taktik ist jetzt ein bisschen. Boah. Blockt your IT, TI oder was auch immer, Digga. Der war irgendwie einer hinter mir. Diese scheiß Flagge geht manchmal so auf die Nerven, ne? Komm jetzt Colette hier raus. Schade. Ja, ich würde den jetzt ein bisschen weiter vorne legen. Weil, ist so. Seht ihr, wie man den Spawn drückt? Nur, dass man, nur dadurch, dass man die B-Flagge hat. Deswegen, auf Hyra ist immer B-Flagge sichern. Ganz wichtig. Wichtiger als jede andere Flagge. So. Painkiller und Granate. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Ich renn mal rechts rum. Aber erstmal Konterdrohne und Drohne raus. Meiner Meinung nach zum richtig vielen die besten Streaks. Ne? Also, ja, in der Serie geht es übrigens dann natürlich auch nicht darum, jetzt unbedingt gute Gameplays und hohe Scores zu kriegen. Sondern einfach zu zeigen, ja, wie ich feeden gehe. Und da siehst du, da geht der Host schon raus. Finde ich nicht allzu schlimm. Hoffentlich wird jetzt ein besserer Host gewählt. Und ich bin Host, ja. Das ist natürlich eine
Gute Wahl. Ich hoffe für die anderen auch. Sonst gehen die nämlich alle raus. Also mir ist scheißegal, wenn das laggt für die. Ah ja. Wenigstens habe ich da eine gute Connection noch. Und ja. Aber mein Team Tube da hinten auch die ganze Zeit irgendwie. Warum? Oh, Hitmarker, Hitmarker. Ey, das ist so zum Kotzen, Mann. Ey, wenn ihr Dings sichert, ne, dann dreht euch ich euch so ins Gesicht, Mann. Das glaubt ihr nicht, ey. Gut, die gehen alle in den Spawn rein, Jungs. Push nicht zu hart ins Spawn. Kann das denn so schwer sein zu verstehen, ey? Team, verpisst euch doch mal aus dem Spawn da hinten raus. Da steht dann die ganze Zeit drin, Alter. Kein Wunder, dass sie da hinten spawnen. Na, ich push dann auch mal rein. Wenn wir Glück haben, spawnen dann bei C und da geht's dann besser ab. Kommt her. Shit, der ist ab. Scheiße, ich hab vergessen zu schießen. Oh Gott. Boah, ey, hardcore. So, ich fürchte, gleich werden die da hinten. Ne, jetzt werden die hinter uns gespawnt hier. Komische Sache. Jawohl. Ab geht die wilde Fahrt hier. Und wenigstens wieder 6 Gegner am Start. So, und wieder rein ins Spawn hier. Also nicht ganz rein, ne? Das kann man ruhig machen, da wo ich stand eben. Aber der ist jetzt zu tief drin. Ich fürchte, jetzt werden die gleich irgendwo anders gespawnt. Och man, ey. Optic Rusher. Meine Fresse. Ja, super. Ich glaube, man findet allgemein keine Lobby mit irgendwie, ohne Tubes, ne? Ey, die Lobby ist so hardcore, ne? Scheiß die Wand an, ey. Lol. Optic Rusher, wieso ist der jetzt in meinem Team? Hä? Hat der mich nicht eben getötet, Alter? Auf dem Dach? Na, der ist tot. So. Oh Gott. Nee. Wie langsam ist der denn, ey? Der hätte mich locker töten können. So, kommt her. Hier ist manchmal richtig nice. Da kommen die manchmal alle raus und dann kann man da einen nach dem anderen wegballern. Alter. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, ey, das war ein bisschen. Ist er bei mir, ja? Ich ver. Jedes Mal sehe ich da seinen Namen nicht, oder? Ich hau langsam mal meinen Harry raus. Ach. Ist ja super. Wenn der andere jetzt wegfliegt, müsste das doch jetzt eigentlich gehen. Naja. Ah, komm, komm, komm. Digga, du gehst mir so auf die Nüsse, Mann. Na, ein bisschen Air-Support mal dauerhaft in der Luft haben, dann kommen sie schwer aus dem Spawn raus. So, wir haben ganze Drohnen rausgekloppt hier. Scheiße. Guck mal her. So, jetzt befreien sie sich langsam. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ey, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit rumzuflashen? Das geht langsam auf die Nerven. Hier habe ich keinen geflasht, das heißt, ich muss jetzt keiner mehr da sein. Verdammt. Oh, der Typ ist auch tot. Nicht gut. Ja, die kommen da links jetzt. Deswegen halte ich mich mal ein bisschen weiter aus dem Spawn jetzt raus. Ey, mein Team ist auch richtig unverschämt. Ein Typ da die ganze Zeit rein. Ne? Kein Wunder, dass sie zurücktuben. So, wieder dahin. Wieder 4 Gegner, ey. Oh, dies, oh Gott. Ach komm, ey. Der flasht nur rum die ganze Zeit. Der Stunt oder was auch immer. Ja, also ich muss da schon wirklich bei dem, bei meinem Team in den Spawn wirklich rein, damit ich hier irgendwas reiße, aber ich bin die ganze Zeit geflasht und dann ist der hier die ganze Zeit mit seiner UMP, gegen den ich keine Chance habe. Komm.
Ja, wie tief sind die denn jetzt im Spawn drin, ey? Oh, ey, das ist doch unglaublich. Wie kann man so dumm sein, ey? Guck mal, jetzt sind die hier irgendwo um uns rumgespawnt, ey. Siehst du, jetzt sind die da hinten gespawnt, ey. Was habt ihr jetzt davon, ihr dummen Trottel, ey? Wie kann man so weit in den Spawn reinpushen, Mann? Ihr seid doch richtig. Jetzt nehmt wenigstens A ein, wenn ihr schon alle da hinten seid, ey. So, schauen wir mal, ob die jetzt hier gespawnt sind oder drüben wieder. Ah, ist vorbei. Ja, ich hoffe, die erste Episode hat euch gefallen. Und jetzt laufe ich mit dem PC mich vor wegen Computer neu starten, verschieben um eine Stunde. Ja, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ja, hinterlasst bitte ein Kommentar und Daumen und whatever, was ihr auch liked. Und ja, ansonsten würde ich sagen, haut rein, man sieht sich. Tschüssi!